Warum hängt hier eine Spinnwebe von der Decke? Oh nö, da ist der Akku gleich leer. Shit. Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen audiophilen Tontechnik- und Videotechnik-Enthusiasten. Hier ist der Techboss und heute geht's mal wieder um ein nicht ganz so Tontechnik, dafür eher Videotechnik-orientiertes Video. Was ist der Unterschied zwischen einem billigen und einem hochwertigen teuren Stativ und warum sollte man sich für dies oder das entscheiden? Featuring das Ding, was da unten in der Ecke steht. Geht los. Die Firma ThinkTeak hat mir dieses wunderschöne Exemplar einer Transporttasche zugeschickt. Da ist natürlich auch was drin. Aber wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns mal die Tasche genauer an, bevor wir an den Inhalt gehen. Denn die Tasche ist bemerkenswert stabil, hat einen robusten, sehr robusten Tragegurt. Das ist so die Qualität von einem Sicherheitsgurt im Auto. Mega fest, gut vernäht. Das Material ist sehr, sehr stabil. Dick gepolstert und trotzdem immer noch ja, relativ angenehm weich, würde ich sagen. Wenn wir das Ding öffnen, wobei ich das schon mal cool finde, dass man hier so eine Klappe hat, um das Ding seitlich zu öffnen und den Inhalt nur herauszuziehen. Wenn man da einen größeren Stativkopf drauf hat, dann kann man den auch oben rausschauen lassen und die Tasche seitlich trotzdem zumachen komplett. Das ist gut. Mal aufmachen. Das Stativ. Dazu gibt es noch ein bisschen Zubehör. Ich stelle das Ding hier mal kurz hier ab. Da sind dabei Imbusschlüssel, um verschiedene Schrauben, die sich über die Zeit der Nutzung lösen könnten, wieder zu befestigen. Außerdem drei Spikes für den Außeneinsatz. Die kann man unten statt den Gummifüßen ranschrauben. Und noch drei Karabinerhaken, um da ein Gewicht dran zu hängen, um das eh schon stabile Ding noch viel stabiler zu machen. Und jetzt hole ich zum Vergleich noch schnell ein günstigeres Stativ. Eine Sekunde. Hier haben wir einen klassischen Vertreter der günstigen Stative. Das ist so ein klassisches Hammer, Alu und Plastik Materialmix Stativ. Wo ist jetzt der Unterschied? Fangen wir mal an. Das Material. Alu beim billigen Stativ ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben hier auch diese verriegelte Mittelachse, das ist angenehm. Und wir haben diese Mittelstange, um die Höhe des Stativs variabel einstellen zu können. Das ist praktisch, wenn man Videos dreht und aus verschiedenen Positionen B-Roll-Shots machen möchte. Da muss man nicht jedes Mal das Stativ anders einstellen, sondern kann kurbeln. Das ist sehr praktisch. Das ThinkTeak hingegen kein Stück aus Plastik, sondern Aluminium, wie zum Beispiel hier oben für diese Trägerplatte, für die Gelenke und Carbonfaser für die Beine. Hier haben wir vier Segmente, die sich per Schraubverschluss verstellen lassen. Was als erstes bei diesem ThinkTeak-Ding auffällt, das wiegt einfach gar nichts. Ist natürlich der Carbonfaser geschuldet und ist schon mal ein Hinweis darauf, warum das Ding teuer ist. Weil es eben aus einem sehr hochwertigen und sehr leichten und extrem strapazierfähigen Material ist. Gut, haben andere auch, kosten halt auch ungefähr das gleiche, aber ThinkTeak wirbt damit, dass das Ganze eine ganze Ecke besser ist als alle anderen im selben Preisbereich. Warum sehen wir gleich. Erst nochmal hier kurz zum Billigstativ. Hier bestehen die Beine aus drei Segmenten. Ist ja auch vollkommen okay. Und hier haben wir diese Klappverschlüsse, die zwar zweckdienlich sind, aber ich mag die Schraubverschlüsse besser, weil die geben irgendwie ein hochwertigeres, ich weiß nicht, die machen halt einen besseren Eindruck. So, Kurbel, Kurbel. In etwa dieselbe Höhe. Der Unterschied ist jetzt in erster Linie folgender. Kann man das sehen? Okay. Solange das Ding Bodenkontakt hat, bewegt sich das so gut wie gar nicht. Das Ding ist einfach stabil ohne Ende. Nicht zuletzt geschuldet, wie gesagt, der Materialwahl und der massiven Aluminiumträgerplatte hier oben. Gewichtmäßig nehmen die beiden Dinger sich nicht viel. Als nächstes gibt es hier bei dem Standard Hammer-Stativ einen Fotoneiger. Den kann man einmal so verstellen mit dem Griff und drehen kann man ihn auch. Ist jetzt in dem Fall nicht wirklich ein Videostativ, also ist nicht gedämpft, um smoothe Schwenks zu bekommen. Aber dafür bekommen wir hier noch eine Hochformateinstellung. Wenn hier die Kamera drauf ist, können wir auch im Hochformat schießen. Der ganze Kopf ist komplett aus Plastik,
macht auch einen entsprechend wertigen Eindruck. Nichts. Beim Tink-Tik-Stativ ist dieser ultra geniale Kugelkopf dabei. Den kann man auch abschrauben natürlich. Sitzt sehr fest. Ich könnte hier jetzt zum Beispiel auch meinen Manfrotto MH505 oder wie das Ding heißt, den Videoneiger draufpacken oder auch jeden beliebigen anderen. Was ist doch jetzt besonders an dem Ding hier? Erstens mal, es ist ein AK-Swiss-System. Das heißt, mit sehr vielen Adapterplatten und Zubehörplatten der Firma AK-Swiss kompatibel. Das ist diese Bauform hier, die man dann hier oben reinschieben kann. Dann haben wir hier oben im Kopf selbst eine Libelle, um das Ding auszurichten. Dieses Stativ ist ausgelegt auf Landschaftsfotografen, Naturfotografen, Leute, die mal ein Panorama machen, die mal ein Makro machen, sowas. Tierfotografie von mir aus auch. Und dafür ist der Kopf sehr gut. Warum? Zeige ich gleich. Zuerst habe ich hier noch ein kleines Gimmick, denn die Hülse hier ist mit dem 3/8-Gewinde und die kann man nach unten schieben und darunter ist ein 1/4-Zoll-Gewinde. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel direkt eine Kamera draufschrauben oder irgendwas, was halt denselben Anschluss wie so eine Kamera hat. Tink-Tik wirbt nicht umsonst für diesen speziellen Kopf, denn der hat einige Features, die man echt hervorheben muss. Wie gesagt, es gibt hier oben schon mal eine Libelle. Damit kann ich jetzt das Ding genau gerade einstellen. Fixiere das dann hier mit der Schraube. Platte drauf, da ist natürlich jetzt die Kamera drauf. Ich habe jetzt halt gerade keine Kamera da, weil die eine steht da und die andere hängt da. Und die dritte habe ich jetzt keinen Bock da drauf zu schrauben, ihr wisst schon. Okay, meine Fresse. So, Kamera ist montiert und genau in der Waage, weil ich ja mit Hilfe der Libelle, die hier oben integriert ist, das Ding genau gerade eingestellt habe. Was ist da jetzt genau der Vorteil? Klar, ich kann die Kamera natürlich so ausrichten, dass es auf dem Display gerade ausschaut, gar kein Problem, weil zum Beispiel das Stativ schief steht, kann passieren, dann verändert die Kamera ihren Blickwinkel und mein Panorama wird eher irgendwas anderes, aber kein Panorama. Der Vorteil ist jetzt hier, wenn dieser Kopf einmal eingestellt ist und hier fixiert ist, habe ich hier eine weitere Schraube, die ich öffnen kann und dann kann ich den Kopf getrennt vom restlichen Gebilde hier separat drehen. Die Plattform, auf der diese drehbare Scheibe hier liegt, bleibt immer in der Waage, denn die haben wir ja vorher eingestellt. Und wenn ich jetzt drehe, bekomme ich immer einen genau waagerechten Schwenk, was dazu führt, dass ich ein perfektes, gerades Panoramafoto machen kann. Oder wenn ich Videofilmer bin, kann ich damit auch einen Schwenk machen, wobei die Dämpfung hier leider nicht einstellbar ist. Ein weiterer Vorteil von diesem Kopf ist, diese Befestigungsschraube hier an der Seite hat eine weitere Schraube integriert. Ich kann mit der Schraube einstellen, wie weit ich das Gelenk aufschrauben kann. In dem Fall sieht man jetzt, okay, die Kamera könnte runterfallen. Das will ich nicht. Dann stelle ich mir die Befestigung so weit ein, dass ich die Kamera noch bewegen kann, ohne dass sie nach unten fällt. Das wäre ungefähr hier. Und dann stelle ich mit dieser extra Schraube hier, die schraube ich dann zu, stelle ich den Endanschlag ein. Jetzt kann ich die Befestigungsschraube hier nicht mehr weiter öffnen als so, festgeschraubt. Das Ding ist bombenfest. Mache ein Foto und möchte meinen Blickwinkel ein bisschen verändern, dann kann ich das Ding jetzt aufschrauben bis zu dem Stopp, den ich gesetzt habe. Dann kann ich die Kamera verstellen, ohne dass sie dann irgendwie runterknallt. Und das ist zum Beispiel gut, wenn man ein sehr großes, schweres Objektiv vorne dran hat, dann kann man sich das Ding ein bisschen strenger einstellen. Dann kann man die Kamera bewegen, ohne dass sie nach unten knallt. Und ein weiterer unfassbar geiler Vorteil von diesem Kopf. Ich weiß, ich klinge wie eine Werbung, aber es ist einfach so. Wenn man den Kopf verstellt, jeder, der schon mal einen Kugelkopf verwendet hat, der nicht gerade 400 Euro kostet, der hat bestimmt schon mal gemerkt, wenn er den Kopf lose schraubt, die Kamera in eine bestimmte Position bringt, die dann da hält und dann den Kopf festschraubt, dann wird er feststellen, dass bei der letzten halben Umdrehung oder so die Position der Kamera verändert wird. Und zwar einfach deswegen, weil die Kugel, die da drin festgeklemmt wird, die wird einfach ein bisschen auf die Seite geschoben und dadurch verändert sich der Blickwinkel minimal. Das ist total scheiß. Und das ist bei dem hier nicht so. Und natürlich, weil es sich um ein Fotostativ handelt, haben wir auch die Option für Hochformataufnahmen. Denn der Kopf hat zwei Ausschnitte, einmal hier, einmal hier. Ich kann das natürlich auch nach oben und nach unten drehen. Ist halt ein Kugelkopf, ne? Das kann man damit machen.
Der letzte Vorteil für Fotografen zumindest von diesem Stativ ist, keine Mittelsäule. Das ist mega praktisch, wenn ich ein Makro machen möchte. Dann kann ich nämlich zum Beispiel hier diese drei Dinger hier aufschieben. Zip. Und dann kann ich die Beine bis nahezu waagerecht ausklappen. Das ist also die niedrigste Höhe, die ich erreichen kann mit diesem Stativ. Ich lege das mal auf den Boden, dann könnt ihr sehen, was ich meine. Hier bin ich jetzt circa vielleicht 20 cm vom Boden entfernt mit der Kamera. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas vor mir habe, eine Blume, eine Biene, irgendwas, einen tollen Aufkleber, dann kann ich hier jetzt so nah rangehen, wie ich mit keinem normalen anderen Stativ, besonders mit keinem mit Mittelsäule, rankomme. Schraub das hier fest und das ist bombenfest. Und was man noch sieht, wie stabil dieses Ding ist. Ich muss mich da schon mit viel Gewicht drauf stützen, dass sich das Teil überhaupt bewegt. Einfach mit normaler Kraft, mit einer Hand. Naja, bewegt sich so. Nö, ist mir wurscht. Es ist einfach bombenstabil, das Ding. Außerdem haben wir hier zwei Stufen einstellbar. So, so und die normale Stufe. Dann kann ich das Ding so hinstellen. Das ist auch einfach nur bombenfest, das Ding. Wir sehen also, der Unterschied ist einfach in der Qualität und in der Usability. Plastikkopf. Plastikkopf, Alukopf. Es ist einfach ein gutes Stativ. Ach ja, hier haben wir noch was, was ich noch vergessen habe. Man kann auch hier oben an diesem, das ist eine eingeschraubte Hülse, da kann man auch mit beiden Gewindegrößen reingehen. Kann man zum Beispiel einen Magic Arm dran schrauben, wenn man so einen externen Monitor hat oder ein Mikrofon oder irgendwas anderes, was man da dran machen will, kann man da befestigen. Es ist zugegebenermaßen nicht das billigste Stativ, das ist ganz klar. Wer aber ein Landschaftsfotograf ist und ein bisschen Wert darauf legt, hochwertige Fotos zu machen und dabei hochwertiges Equipment zu nutzen, weil er auch möchte, dass es in extremen Situationen oder auf lange Sicht funktioniert, dann kann man auf jeden Fall zu so einem Ding hier greifen. Besonders zum Tink-Teak-Stativ, weil das eben, wie gesagt, einmal diesen geilen Kopf mitbringt und zweitens mal so ultra unfassbar leicht und gut verarbeitet ist. Da wirst du unter 400 Euro nicht viel finden. Und wenn, dann hat es entweder keinen Kopf oder es ist irgend so ein Carbon-Material, was halt wahrscheinlich Plastik ist oder einfach Alu, was halt schwarz angemalt ist. Und das ist für den Arsch. Hier, das ist der reale Shit. Ich kann einfach nur sagen, das Tink-Teak-Stativ ist eine geile Erfindung. Ich habe nicht wirklich was daran auszusetzen. Ich finde keine Kritikpunkte. Außer vielleicht, wie gesagt, es ist halt nicht das Billigste. Aber dafür, was es ist, ist es halt schon billig. Schaut euch das Ding gerne mal an. Ich habe Links dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich zu Amazon und zur Herstellerseite. Tink-Teak ist ein chinesisches Startup-Unternehmen. So beschreiben sie sich selber. Und möchten den günstigsten Preis für das beste Produkt haben. So wie alle. Klar. Es ist natürlich nicht alles Eigenentwicklung. Zum Beispiel diese Adapterplatte hier oben, die gibt es auch von einem anderen Hersteller, der hat genau dieselbe Platte in einem ähnlichen Stativ. Ist aber meiner Meinung nach nicht schlimm. Wenn es schon gute Teile gibt, wieso soll man die nicht verwenden? Off the shelf, nimmst aus dem Regal, batscht das auf dein Gerät drauf, super. Wenn du dann den Rest drumherum richtig machst, dann kommt sowas dabei raus. Ich hoffe, ihr steht auf Kamera- und Video-Equipment-Zeugs. Ich habe nämlich noch ein Video für euch in der Pipeline. Das hilft mir an der Stelle schon mal, mein Video zu beleuchten. Es geht nämlich um eine Lampe, die ich demnächst noch vorstellen werde. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denn noch gerne sehen wollt. Ob ihr Kameras sehen wollt, irgendwas, was euch interessiert für YouTube, für eure Kurzfilme, für irgendwas. Equipment, was interessiert euch? Gebt mir mal ein paar Tipps in den Kommentaren. Und wenn ihr da schon mal unten seid, sagt doch auch dem Abonnieren-Button und dem Daumen-Button Hallo. Drückt die mal ganz nett von mir und schaut, dass die richtige Farbe haben. Daumen müssen immer blau sein vom Drücken, ihr wisst schon. Und der Abo-Button muss grau sein, weil rot ist einfach eine Warnfarbe und das kann keiner sehen. Und einmal drauf drücken und schon ist er grau. Ganz einfach. Also, ich hoffe, das Review vom Tink-Teak-Stativ war für euch hilfreich. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ich habe ein Stativ zu verschenken.